Hallo und willkommen. Willkommen. Boah, Knoten in der Zunge, direkt am Anfang. Okay, es geht weiter mit dem Two Women Leporello. Eine Collaboration mit Petra Lemier. Also unter dem Hashtag Two Women Leporello könnt ihr all unsere Videos finden. Ich bin jetzt hier bei meiner vierten Seite und wenn ich die fertig habe, schicke ich das schöne Teil wieder weiter zur Petra Lemier. Ich habe das auch unten verlinkt. Ne? Petra findet ihr hier unten. Und da müsst ihr halt einfach nur diesen Hashtag eingeben. Und dann solltet ihr Ergebnisse bekommen. Ja, ich habe hier so ein uraltes Heftchen von Sardinien gefunden. Ich weiß nicht, woher ich es habe. Ich vermute, dass mein Vater mir gegeben hat. Danke, Papa. Und ich finde hier das Cover finde ich ganz nett, aber ich will das nicht ganz benutzen. Ich möchte eigentlich nur hier diese Schiffe. Ist halt Sardinien, ne? Aber ich, naja, ich finde die kann man so, die kann man so für alles Wasser nehmen, was es so gibt auf der Welt, ob es jetzt ein See ist oder ein Baggersee, ein Fluss, ein Bach, Stausee, was gibt es denn noch alles? Meer, See. Ja, ich glaube, ich habe fast alles aufgezählt. Und wenn nicht, tut mir leid, bin halt nicht immer so up to date. So, das finde ich ganz schön. Dann habe ich hier das ist ein Rest von irgendeiner Jelly Plate Session. Also Gelatinedruck. Und da habe ich einfach, nehme ich immer so Restpapier und ja, mache da den Roller drauf sauber. Da habe ich gedacht, das können wir vielleicht benutzen. Ja, warum nicht? Also das könnte man hier so aufkleben. Ja, dann mache ich das nur hier auf die Seite und mache hier wieder mit Aquarellfarbe drunter. Ach, ich kann mich irgendwie noch nicht entscheiden. Oder reiße ich das in kleine Stücke und mache so einen Untergrund. Ach, ja, könnt ihr mir vielleicht mal helfen? Dann habe ich hier immer noch diesen CD-Kreisel, auch von der Jelly Princess. Guck mal, der passt ja auch hierzu. Irgendwie so vielleicht. Jetzt haben wir hier den Stoff in der Mitte. Den müssten wir eigentlich auch bekleben können. Ja, irgendwie bin ich mir noch nicht einig. Das habe ich hier alles angeraut, damit das besser klebt. Gehe mal in mich und guck mal, ob ich noch irgendwas Blaues finde. So was Blaues habe ich jetzt sofort nicht gefunden, aber ich habe hier noch eine Kopie von einem alten Brief aus Italien. Ich habe auch mal irgendwo was erkennen. Da, Venezia. Ist doch Italien, ne? Venedig? Ja, doch. Ja, dann passt das ja auch wieder. Das nehme ich. Das nehme ich. Und das klebe ich jetzt hier erstmal. Das klebe ich erstmal auf. So, klebt, wackelt, hat Luft. Und darf ruhig ein bisschen kringeln. Ich habe das mit Weißleim aufgebracht. Und damit das auch wirklich hält. Und der ist halt ein bisschen nasser. Den hatte ich, glaube ich, ein bisschen verdünnt. So, dann habe ich das mir so zusammengerissen, dass ich hier auf jeden Fall Venezia richtig drauf habe. Dann ist hier noch eine Notiz, 2. April 1811.
Und die würde ich auch noch gerne reinbringen. Die war hier am Rand. Und da suchen wir jetzt mal ein schönes Plätzchen für. Also es geht nach Italien. Italien, war ich schon mal in Italien? Jein. Jein, ich glaube, ich war tatsächlich mal 2 Stunden auf Sardinien. Aber auch nur, weil die Fluglotsen in Frankreich auf Korsika gestreikt haben. Ich glaube, so war das. Irgendwie sowas war da. Aber auch schon länger her. So, machen wir dich dahin. Machen wir dich dahin. Machen dich hier am Rand. Da warst du ja eigentlich auch. Nur halt ein Stückchen weiter rüber. Ja, interessant, wie man früher, ne, aus einem Blatt Papier seinen Brief gefaltet hat und dann noch mit Wachs versiegelt. Ja, das nenne ich mal nachhaltig. So, jetzt nehmen wir mal den Klebestift. Ja, da gehen wir mal hier rüber in unsere Klebeabteilung. Noch irgendwas für da oben. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß ja nur, dass ich diese Bötchen hier so aufbringen wollte. Aber ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Ich habe da noch ein paar andere blaue Sachen gefunden. Blumen. Immer noch dieses Papier. Und aus dem Heftchen noch was. Ich glaube, dass hier ist tatsächlich vom Farbton her viel besser als das Cover. Ist es zu groß, zu klein? Was mache ich denn hier? Ist es zu schief? So würde es passen. Gefallen? Tut's mir nicht wirklich. Hier oben, nee, da oben kommt auch kein Schiffchen hin. Was hier einfach so drüber kleben, auf den Stoff kleben. Das gefällt mir schon besser. Ein bisschen schief. Okay. Position gefunden. Ja, wart ihr denn schon mal in Italien? Es gibt ja so viele, ne? So viele Inseln und ja, das Land ist ja doch ganz schön groß und auch interessant. Und letztens haben wir noch Freundinnen von der Toskana erzählt, wie toll das da ist. Aber wie gesagt, ich war selbst noch nicht da. So, da ist so eine Lücke, wo der kaputt ist. Das ist eigentlich auch ganz hübsch so. Aber das ist mir nicht kaputt genug. Und auch viel zu hell. Gucken wir mal, ob wir das so ein bisschen aufgerubbelt bekommen. Und das dann noch so ein bisschen. Natürlich auch noch ein bisschen dunkler machen. Ja, okay. Sieht natürlich jetzt noch ein bisschen neu aus. Was haben wir denn hier noch? Ach, jetzt gleicht es sich an. Gut. Du hier auch. Das ist ja eigentlich schon. Was brauchst denn du noch, Seite? Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Wird natürlich alles verdecken. Nee, das gefällt mir nicht. Den Kompass, den fände ich
ganz passend. Muss immer aufpassen, dass ich das nicht kaputt reiße. Da habe ich nämlich wirklich ein Talent zu. Noch ein bisschen anwanschen. Okay, ach, da haben wir noch so eine Stelle. So, extra kaputt gemacht. So, wo tun wir dich hin? Hier in die Ecke. Da in die Ecke. So, hier habe ich das Gefühl, das ist die schnellste Seite bis jetzt. Ich finde, diese Balkone sind typisch. Ob ich das, ob ich den Balkon vielleicht hinbringe? Ein bisschen von der Schrift verdeckt. Das mag ich schon mal ganz gern. Ist denn hier mein Rusty Hinge? Habe ich hier. Ach, die klebe ich hier auf der Schiene. Blauen Seite, das war das aber nicht gedacht. Okay. Noch ein bisschen anranschen, die Seiten machen. Und dann braucht das Ganze doch noch irgendwie ein Focal Point. Wie heißt denn das nochmal auf Deutsch? Naja, so ein Hingucker halt. So ein Hingucker. Was passt denn dazu? Hier in der Mitte irgendwas aufkleben. Ein Kirchturm vielleicht. Also wie ihr seht, ich gehe da ganz, ganz intuitiv dran und schaue, was mir so in die Hände fällt. Natürlich hat man sich vorher schon so ein bisschen was rausgesucht. Das dünne Papier, das würde gehen. Auf dem Stoff ist man das aber mit etwas kleben, was besser hält. Da habe ich hier so ein Tiki-Glue.
ein klares Gel. Ich denke, das ist was ähnliches wie Fabric Fix, Fabric Tech. Was ich gut an dem Kleber finde, außer dass er klebt, ist, dass er so eine Kappe hat und immer auf dem Kopf steht, ohne dass man Angst hat, dass man sich alles so einsaut. So, jetzt kleben wir dich mal so hin. Knicken dich mal ein. Okay, das fandst du nicht so gut. Vorsichtig, damit ich das nicht kaputt mache. Okay, das muss erstmal trocknen. Prima. So. Wie wäre es, wenn wir hier unten das Rote, was haben wir denn hier? Multi Purpose Glitter Alkohol, warmes Orange. Na, da so denn, wie sieht denn die Farbe aus? Okay, die würde auf jeden Fall passen. Hier unten das bisschen, als wäre da der Wachsiegel. Es glittert halt jetzt ein bisschen. Okay. Als wäre der Wachsiegel, ja. Hoffentlich kommt das nicht durch. Einmal bitte umdrehen. Ups. Achso, ich hatte das so gelegt, dass das plan liegt. Ja, kommt ein bisschen durch. Kann ich ja trocknen lassen. Passt aber auch zur hinteren Seite. Okay, dann muss ich mal ein bisschen mehr drauf achten, dass ich da ja noch andere Seiten habe. So. Okay. Ich finde, das reicht mir so. Sardinien. Italien. Vielleicht noch irgendeinen netten Stempel. Einen netten Stempel, der dazu passt. Hier ist eine Feder, und eine Feder brauchen wir hier nicht. Hier so ein Siegel, sowas. Das könnte man mal. Ja. Das doch mal noch was Nettes hier. Und zum Ausgleich hier unten auch nochmal. Mhm. Noch mehr so Kunstzeug. Ja, habe ich die Fahrräder. Das Fahrrad hatten wir schon. Ach, guck mal. Das erinnert mich so ein bisschen an die na, Karneval, ne? Hier, da, mit den Masken. Na, sag doch einfach mal. Wie heißen die denn, diese Damen da? Und was kriegt die für eine Farbe? Die sind ja auch oft kunterbunt. Was wird denn jetzt zum Grün, wird sich hier anbieten? Hier habe ich ein Grün, ein Pazifikgrün. Wo machen wir die Dame hin? Da unten. So, ganz frisch, ganz neu. Wir testen.
gut. Ein bisschen den Rand noch wegputzen. Wunderbar. Und ich meine, ich hätte auch mal ein Krönchen gehabt. Ein Krönchen könnte man auch noch. Krone. Ja, da ist die Krone. Eine Krone finde ich ist auch noch. Können wir auch noch machen. Dann haben wir noch ein Pendant. Und die machen wir auf diese Seite. Hier hin. So, gar nicht lange überlegt. So, noch schnell abstempeln, damit wir nichts verschwenden. Dann hole ich euch noch ein bisschen näher ran, wenn das geht. Und dann war das. Diesmal reisen wir mit dem Leporello nach Italien. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen oder einen Kommentar. Ja, bis dann. Tschüss.